6 Monate sind vergangen, seit ich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Gefängnis von Coldridge. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Will er uns verarschen? Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Wie, das Essen hat ein Freund geschickt? Anonyme Nachricht, okay. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück, wir brauchen Sie gesunden Munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Wer ist dieser Freund? Und woher hat er das alles abgepasst? Sag Bescheid, wie hat er das gewusst? Wenn du meine Wache übernehmen willst. Du bringst mich immer zum Lachen. Okay, wir haben... Ach, Geld können wir auch mitnehmen, cool. Ah, was war das denn? Neue Fraps-Datei? Warum kommen so viele Leute? So, was können wir jetzt machen? Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten. Okay. Okay, verstehe ich. Hinrichtung morgen. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Warten wir erstmal. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Gut gemacht. Macht ihn eh nicht. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Okay. Halt mal. Ich glaube, wir gehen da lieber undercover vor, oder? Was meint ihr? Das ist, glaube ich, ein bisschen cooler. Lass mich raus. Nur noch 3 Tage. Dann köpfen die mich. Brenn dieses Loch nieder. Ja, mach ich. What shall we do with the drunken sailor? What? Okay, egal. Es pfeift aber, glaube ich, ne? So, ich glaube, jetzt können wir gehen. Du kannst dich nicht mehr. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist.
Jetzt hab ich dich. Und tschüss. Wow. Uiuiui. Für die Wache. Ach, da oben. Ja. Dann komm halt her. Wo ist denn der jetzt? Hey. Cool. Okay. Wir müssen hier aber... Was sind denn das eigentlich? Das sind irgendwelche Lebenselixiere oder so, ja. So, schauen wir mal. Können wir Munition mitnehmen? Nahrungsmittel, okay. Also wir bringen einfach nur Leben. Und Geld. Wofür wir Geld brauchen, keine Ahnung. Das kriegen wir schon irgendwie raus. Unzerstörbare Tür öffnen und oder durch Schlüsselloch gucken. Cool. Ich glaube, die sind da jetzt... Und dann gehen wir jetzt einfach schnell vorbei. Jemand ist am Boden. Ich weiß, dass du hier bist. Schlüssel erforderlich. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ah, nee, wo finden wir jetzt den Schlüssel? Kannst dich nicht ewig verstecken. So, jetzt erstmal schauen, ist hier irgendwo... Ich werde dein Versteck finden. Komm, hier muss doch irgendwo der Schlüssel sein, oder? Nee, der ist hier aber nirgends. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Der hat den Schlüssel. Ich höre dich. Ach, hä? Ich dachte, der... Shit. Komm her jetzt. Ich werde dich finden. Da bist du ja. So. Wow. Okay, ich sag nur Uncut. Ich sag nur Uncut. Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Okay. Ich glaube, das Spiel wird spaßig. So, das könnte ein kleines bisschen... ruckeln das Spiel, weil ich nämlich ziemlich viel aufgenommen habe und meine Festplatte ein bisschen voll ist. Dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Aber es geht eigentlich. Es sei denn, ne? Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Aber ich würde jetzt eigentlich gerne irgendwie ein bisschen undercover vorgehen. Darauf ist das Spiel, glaube ich, auch ausgelegt. Es ist so eine Art Hitman, könnte man sagen, und Thief. Ja, schauen wir hier mal. Und da ist aber jetzt nichts, ne? Hier ist ein Ratten. Verhörzimmer. Ja, sind wir eigentlich jetzt schon da, ne? Im Verhörzimmer. Da wollten wir eigentlich auch hin. So, Anweisungen des wachhabenden Offiziers. Corvo Artano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lord Regent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lord Regent wünscht, ist Ihr Kopf der Nächste, der rollt. Aha. Ich meine, es steht ja eigentlich nicht fest, dass wir das waren die ganze Zeit. Also von daher suchen die einfach nur einen Schuldigen, verstehe. So, was haben wir denn hier? Corvo ist schon wieder bewusst. Auch wenn er mehr einstecken konnte als jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht.
dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Mhm. Okay, also die denken es also doch. Dann nehme ich das zurück. Was haben wir denn hier? Ah. Verstehe. Nicht schlecht. So. Was haben wir hier? Das sind ganze Bücher hier drin. Das könnt ihr ja durchlesen, wenn ihr wollt. Bücher habe ich jetzt echt keine Lust drauf. So Notizen sind eigentlich ganz interessant. Aber ich habe, glaube ich, ich habe da nämlich was gelesen, dass es in dem Spiel ziemlich viele Bücher gibt. Sehr, 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 sehr viele Bücher. Also kann man sehr lange lesen, wenn man das will. So, schauen wir mal. Der ist da jetzt wieder runter. Der hat nur aufgeschlossen. So. Ah, okay, ja. Um die Ecke, klar. Okay, und jetzt? Macworth, du fauler Sack. Hast du dem Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Hm? Mieser, dreckiger Abschaum. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Nicht jetzt, bitte. Oh oh. Okay. Der läuft da vorne rum. Ich glaube, ich laufe hier einfach mal an der Seite hier rum. Das dürfte eigentlich hinhauen, oder? So, der ist mit den Ratten da hinten beschäftigt. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. So, hilft mir doch jemand! Das darf doch nicht wahr sein! Wie zur Hölle? Na komm her. Wie zur Hölle hat er das gerade gemacht? Das war ja mal cool, das wusste ich gar nicht, dass sie sowas können. Ich dachte, ja, cool, kann man ja da jetzt erdrosseln oder so. Vielleicht hätten wir ihn einfach killen sollen. Das wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass den grünen Daumen da und schreib mir deine Meinung in die Kommentare, um mich zu unterstützen. Ich zähle auf dich und bedanke mich fürs Zusehen. Bleib dran, bis dann.